Und damit ein herzliches Willkommen zu einem Overkill, wie ich gerade mich dazu entschieden habe. Eigentlich wollte ich mal wieder mit Schweinen angreifen, wegen dem letzten Fight, den ihr da irgendwann mal gesehen habt, den ich so richtig gut fand. Und mal checken, ob hier was in der Clanburg am Start ist. Nö. Und jetzt finden wir hier so ein Loot. Hier werden wir auf jeden Fall 50% holen, 100% holen. Als erstes, was ich machen werde, ist auf jeden Fall... Alter, was geht mit ihm ab? Den Barbarenkönig hier töten. Babsi. Kommen Sie raus jetzt. Mal gucken, ob wir den ganz rauskriegen. Naja, okay, das schafft er nicht. Ich dachte, das reicht vom Radius lange nicht aus. Gut, dann nehmen wir jetzt unsere nicht Barbaren, sondern unsere netten Hogrider. Ich überlege, ob wir das gerade... Wir machen das jetzt mal ohne Spells, weil ich denke, wir sollten das eigentlich ohne Spells schaffen. Wo sind die Magiertürme? Ich würde sagen, hier unten... Hat er nur zwei Magiertürme? Nee, okay, da oben sind noch welche. Das heißt, wir fangen jetzt mal ohne Spells an. Und theoretisch sollte das eigentlich kein Problem sein. Ach klar, locker. Das ist ein übler Overkill. Aber ich habe einfach Lust drauf, ein bisschen DE rauszuwerfen. Das Gute ist, wir benutzen jetzt nicht mal unsere Heal-Spells. Deswegen können wir die gleich für den nächsten Fall benutzen und müssen nicht ganz so lange warten, weil meine dunklen Kasernen sind ja geboostet, bis wir wieder fighten können. Ich habe mich hier gerade ein bisschen zu wohl gefühlt, muss ich sagen. Ich dachte, das schaffen wir locker. Aber es wird sogar einen tatsächlich verkackt. Zum Glück habe ich ein paar Bogenschützen, die jetzt hier aufräumen können. Also es wird kein Overkill. Ich wollte jetzt hierfür keine Spells aufwenden, aber ich wollte den halt auch nicht links liegen lassen. Alleine, was der hier aushält, ey. So, wir haben jetzt hier einen X-Bau und einen Bogenschützenturm noch am Leben. Aber dafür können wir ja eigentlich unsere Queen nehmen. Die sollte sich da ja eigentlich locker drum kümmern. Und ach, natürlich kriegt sie jetzt den Damage ab. Ich tu mich verarschen. So, Bogenschützenturm fällt jetzt. Und dann ist nur noch der X-Bow, der da hinten am Leben ist. Der geht jetzt erstmal auf meine... Der wird dann gleich auch noch auf meine Queen gehen. Schätzungsweise. Aber eigentlich ist der gar nicht so wichtig, weil der Loot sowieso in den Minen und Sammlern hier außen rum ist. Und von daher müssen wir eigentlich nur das Zeug hier einsammeln. Och nö, Queen, was machst du da? Jetzt muss ich dich zünden, damit ich dich gleich im Fight wieder habe. Och. Nö, jetzt schießt doch nicht auf die Mauer. Mensch, in Chines. Das ist doch nicht die Möglichkeit. Oh, sie geht auf den Expo. Jetzt ist sie böse. Tja. Leg dich nicht mit mir an. Und dann würdest du noch leben, lieber Expo. Kriegen wir noch einen zweiten Stern? Nee, kriegen wir nicht. Aber wir kriegen immerhin fast das ganze Gold und ein bisschen was. Oh, sie nimmt uns sogar noch DE mit. Mensch, bin ich stolz auf dich. Bertha, bin ich richtig stolz auf dich. Auch wenn du das Rathaus nicht mehr schaffst. Leider reicht uns dazu die Zeit nicht mehr. Aber, ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Ich liebe Hogrider und ich wollte, wie gesagt, die Spells jetzt hier nicht benutzen, weil das habe ich nicht eingesehen. Das ist so schon lecker genug vom Loot her. Da brauchen wir keine Spells zu benutzen. Da finden wir schon wieder sowas Leckeres. Diesmal werde ich aber den Fehler nicht... Wo ist denn die Clanburg? Bin ich blind? Die steht da draußen. Also ich verstehe nicht, warum die ganzen Leute ihre Clanburgen so weit draußen stehen haben. Die werden wir auf jeden Fall erstmal checken. Okay, da ist schon mal nichts drin. So, die Frage ist jetzt... Gehen wir jetzt hier mit Healspells drauf? Vielleicht müssen wir sie ja nicht alle benutzen. Schauen wir mal. Ich will auf jeden Fall hier über den über die untere Seite reingehen. Glaube ich. Weil dann sind wir schneller an diesen... Oder wir gehen oben rum. Nee, ich will unten rum. Ich will unten rum rein. Da führt kein Weg dran vorbei. Wir führen hier unten rum rein. Und ich werde auf jeden Fall einen Heal-Spell hier reinsetzen. Zu den gesamten Flächenschäden, dem X-Bow. Und weil jetzt von hinten auch gleich die Minenwerfer anfangen zu schießen. Und da ordentlich Damage machen. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus. Die hüpfen da ganz gut. Ich überlege gerade. Ja, lass uns das machen. Sicher ist sicher. Wir gehen auf jeden Fall hier nochmal auf einen Healspell auf beiden Seiten. Da sieht man einfach, was diese Healspells einfach nochmal anrichten. An Lebensregeneration. Und wie das diese Hogrider einfach so krass am Leben hält, dass sie da, also im Gegensatz zu eben, einfach komplett durchrennen. Das ist schon echt heftig, was diese Healspells
ausrichten. Ich weiß noch, wie ich früher immer so überhaupt kein Fan der Heelspells war. Und geil ist auch, dass die Queen jetzt nicht komplett hinterherläuft, aber jetzt wird sie gleich gemeuchelt. Jetzt wird sie gleich gemeuchelt. Meuchelt die Queen. Meuchelt sie. Los! Sie haben sie platt gehämmert. Einfach so platt gehämmert. Jetzt wird aber Bahnkönig gleich platt gehämmert. Oder? Nein. Er wird nicht platt gehämmert. Sie interessieren sich nicht dafür, dass da ein Barbarenkönig steht. Ich würde übrigens keine weiteren Truppen benutzen. Ich glaube, ich kann mir die aufsparen. Obwohl meine Queen, mein Barbarenkönig kann ich auf jeden Fall benutzen. Die können da unten cleanen. Das kostet uns nichts. Aber irgendjemand muss sich mal da drüben um den Barbarenkönig kümmern, weil der macht sich hier auf an meinen Hogridern zu schaffen. Und das finde ich gar nicht nett. Los! Auf ihn! Oh oh. Oh oh. Oh oh. Das war knapp. Da haben zwei Mr. T's überlebt da oben. Sonst wäre das fast noch knapp geworden. Also zwei Heal-Spells, drei Heal-Spells benutzt und damit einen 100% Kampf sind jetzt nur 19 Pokale, aber ich habe ja sowieso eher so die Mischung aus Loot und Pokale. Plus Bonus ist das eigentlich ganz lecker. Ich weiß, dunkles Elixier erwirtschaften wir hier mit diesen Fights nicht wirklich, weil das kostet uns natürlich einiges an Asche. Hier das dunkle Elixier für die Hawk Riders. Aber ab und zu muss das auch mal sein. Barbarenkönig zünden wir da oben. Wo ist meine Queen unterwegs? Och, die Queen denkt mal wieder, ich bin ein Mauerbrecher. Ich bin ein Mauerbrecher. Ha! Weitere 200k Gold, 200k Elix, wieder 1000, um die 1400 Dunkles. Wunderbar. Das hier ist leider eine Wiederholung, weil ich dann auf meine Armee warten musste und dann habe ich den Angriff heute Morgen gemacht. Schön aus der Falle heraus. Da ist eigentlich sowieso immer der beste Loot, wenn man morgens aufwacht. Bei mir ist das zumindest öfter so. Und klassisch Rathaus 9 gehen wir hier drauf. Er hat Max-Verteidigung, soweit ich das erkennen kann. Ja, das sieht ja danach aus. Bin hier mit meinen Hockweilern direkt reingerannt, habe mir keine Gedanken um die Klamburg-Truppen gemacht, weil ich zum Locken viel zu lange gebraucht hätte und auch keine Lust hatte, weil ich mir dachte, komm, nächste Full YOLO. Man sieht, was diese Heal-Spells in dem Fall wieder anrichten. Das ist einfach traumhaft. Wir machen hier Boll von Clan of Clan. Clan of Clan. Quasi nieder. Die Hawks schaffen das im Endeffekt auch, hier die letzten Verteidigungen umzuklatschen. Den einen Heal-Spell hätte ich mir vielleicht sogar sparen können. Gut, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, aber mit Hawk Rider machst du doch Rathaus 9er locker platt. Die haben doch gar keine Inferno-Türme. Das weiß ich alles. Und dass ihr jetzt sagt, gut, aber vom dunklen Elixier, das lohnt sich doch gar nicht. Das weiß ich auch alles. Aber trotzdem, ich liebe es einfach, mit Hawk Ridern anzugreifen. Und einmal im Monat muss das schon drin sein. Ich mache das zwar nicht mal einmal im Monat, aber ab und zu muss das schon mal sein. Ich erinnere nur an Matze, den Chef von Kings and Queens, der hat eine Zeit lang früher immer so, weil er ja sowieso mit dunklem Elixier nichts mehr anfangen kann, tagsüber immer mit Hawks angegriffen und abends mit einer anderen Armee. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Vielleicht war es auch andersrum. Gut, ich habe noch einen Fight, den wir jetzt direkt suchen können. Suchen wir uns einen schönen Gegner. Nur um das mal kurz zu zeigen, da kann ich nicht widerstehen, auch wenn ich jetzt Pokale verlieren werde. Da kann ich einfach nicht widerstehen und hier sein, ich weiß genau, deswegen macht er das ja. Und hier sein dunkles Elixier mitzunehmen, weil ich mein 700 dunkles Elixier, mir sind die Pokale in dem Fall tatsächlich dann Latte. Er jaint damit natürlich ordentlich Pokale, aber hallo, das nehme ich auf jeden Fall mit. Und dann nehmen wir den hier noch mit. Ich habe jetzt ein bisschen gesucht. Der gibt mir jetzt sogar ein bisschen dunkles Elixier wieder zurück. Das heißt, wir könnten uns dann mal den nächsten Hogfight finanzieren. Und ich gehe, glaube ich, von rechts rein, weil hier sind alle drei Magiertürme relativ eng beieinander. Wir werden hier auf jeden Fall in Jumpspells rein, wie nennt sich der Spaß? Riesenbomben reinlaufen an irgendeiner Stelle. Also ich denke mal hier oder hier hinten irgendwo. Oh! Damn! Da sind mir gerade eine ganze Ladung Hawks draufgegangen. Gut, dass ich hier noch ein paar drin habe. Magier hinterher. Wir brauchen dringend einen zweiten Heal-Spell hier in der Mitte. Aber ich habe hier noch ein paar Hawks in der Klamburg gehabt. Komm schon, Flächenschäden zerstören, Jungs. X-Bows sind gleich down. Vielleicht können wir uns die... Nein, Riesenbombe! Boah. Wir können uns auf jeden Fall Heal-Spells aufbewahren. Ich hebe mir jetzt einfach mal zwei Heal-Spells auf. Ich bin jetzt einfach mal so dekadent. Dekadent heißt das übrigens. Probiere mir mit meinen Helden noch ein bisschen was zu reißen. Obwohl, da sind die Hawks auch am Start. Barbarenkönig können wir gleich zünden, damit er nicht allzu viel Damage kriegt. Weil ich denke... Oh, hier unten haben wir auch noch eine... Wo ist meine Queen? Wo ist meine... Da oben ist meine Queen. Barbarenkönig. Oh, die Riesenbombe. Die Riesenbombe hat mich fast komplett gerackt. Die hat mir fast meine ganzen Hawks abgezogen. Aber ich denke, dass dieser eine Hawk Rider jetzt gleich
Na gut, was heißt jetzt gleich, aber jetzt... wir könnten natürlich 2, 3 Magier nehmen. Dann passiert uns da gar nichts mit unserem Warenkönig. Und dann läuft das. 2 Heal-Spells gespart. Und wieder ordentlichen Loot mitgenommen. Also bisher haben wir ihn noch nicht mitgenommen, um ehrlich zu sein. Aber wir werden ihn gleich mitnehmen. Das wird keine reguläre Serie. Ich hatte ja mal sowas zwischenzeitlich, so eine Schweinewoche. Oder, keine Ahnung, Schweinekämpfe. Aber ich habe so, ab und zu habe ich einfach mal Bock drauf. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal wieder so ein paar Schweinekämpfe gemacht. Und die euch alle zusammengetragen. Oh, wir heben uns das dunkle Elixierlager als letztes auf. Naja, fast als letztes. Der Warenkönig ist ein bisschen am Mauern. Oh, unsere Queen. Was sollte sie sonst anderes tun? Oh, Mann. Goldlager oder, ja, ich denke mal, der Clanburg. A Cup of Tea. Und, daum, zünden wir unsere Queen noch, weil wir es können. Und dann haben wir mit Bonus ganz ordentlich abgeräumt. 300k von Elix, auf jeden Fall ganz leckerer. Und dann gehen wir mit unserem Gold auch schon so langsam Richtung dem letzten Minenwerfer, den wir upgraden können. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, tut das gerne. Vergesse ich immer ganz zu erwähnen. Ich gehe immer davon aus, alle, die diese Videos sehen, haben meinen Kanal schon abonniert. Also kräftig abonnieren, wenn ihr Bock habt auf mehr Clash of Clans und vor allem andere Mobile Games. Ich möchte nicht zu viel sagen, aber ich habe da andere Mobile Games noch am Start, die bald uns joinen werden als kleine Spieletests, by the way. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, wie es läuft. Ich habe es gerade schon gesagt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.